In unmittelbarer Nähe der Wache Duisburg wurde gerade eine brutale Straftat verübt. Dank einer äußerst aufmerksamen Zeugin werden Kriminalhauptkommissar Holger Hansen und Kriminaloberkommissar Bora Aksu zu Lebensrettern. Links rum. Wo wollen wir hin? Da zu dem? Ja, alte Stelle. Oh, hallo? Hey, was ist das hallo? Denn? Die war da ganz blutig, ja, oder? Ja, voll. Lass uns da mal mit gucken. Echte Polizisten im Einsatz. Die Ruhrportwache. Hallo? Leute, ganz ruhig, sie spricht türkisch. Ja, nur mit dem Hilfe. Okay, da liegt eine Frau, die blutet sehr. Ja. Sie bringt uns dahin. Ja. Die Frau wurde offenbar Opfer einer Straftat. Zunächst haken die Beamten nicht nach. Für sie steht die Versorgung der Verletzten an oberster Stelle. Zu Recht, denn die Geschädigte schwebt in Lebensgefahr. Ach, hallo? Scheiße. Oh, wir haben hier einen tiefen Stich. Hallo, können Sie uns hören? Ist sie ansprechbar? Hallo? Verstehen Sie uns? Nee, sie ist nicht ansprechbar. RTV rollt, ne? Rollt, okay, klasse. Erst während der Behandlung des Opfers erfahren die Polizisten von der Zeugin, dass die Frau von zwei Männern mit einem Messer angegriffen wurde. Bevor sie nachhaken können, taucht eine weitere Person auf. Oh, wer ist das? Wer sind Sie? Hallo, wer sind Sie? Ich bin Ihre beste Freundin. Kennen Sie die Dame? Ja, das ist meine beste Freundin. Ja, beste Freundin. Wie kommen Sie hierher jetzt? Sie hat mir den Standort geschickt über die App, die Sie beide haben. Wie heißt sie? Alina Walter? Alina Beste. Okay. Das ist die Alina Beste. Sie hat sie dabei. Wir haben diese App und uns gegenseitig zu informieren. Und sie schickt mir nie tagsüber den Standort. Und deswegen sind Sie gleich hergekommen. Ja. Okay, das war in diesem Fall natürlich richtig. Die Polizisten stellen bei der Spurensuche am Tatort die Handtasche des Opfers sicher. Noch ehe sie darin nach Indizien fanden, erfahren sie von der Zeugin Details des sehr brutalen Tathergangs. Sie hat also beim Vorbeigehen hat sie halt irgendwie gemerkt, dass da zwei männliche Personen bei ihr, also an der weiblichen Person dran gewesen, die haben sich da wohl gestritten, haben wohl versucht, die Tasche zu entreißen. Dann hat sie halt geschrien und ist halt laut gewesen und hat die Täter halt damit verschreckt und die sind dann abgehauen. Und dann zu einer Null. Also es ist auf jeden Fall ein ganz großer Gewinn für die Polizei, auch für andere Institutionen, dass wir mittlerweile viele ausländische Hintergründe bei uns mit arbeiten haben und da nicht nur die Sprache, sondern auch die Mentalität und andere Geschichten ganz deutlich viel besser behandeln können, umsetzen können. Und häufig ist es ja so, dass auch diese, ich nenne sie mal Landsleute, untereinander einen viel besseren Draht gleich bekommen, sodass wir viel schneller zum Ergebnis kommen. Also es war von weiter entfernt, als das, was sie beobachtet hat. Eine Täterbeschreibung, so kann sie uns erstmal nicht geben, sagt sie. Okay. Ach so, also die Tat ist wohl nicht dort passiert. Die sind noch unterwegs gewesen mit ihr. Und dann ist sie dort wohl zusammengeklappt. Und so, dann hat sie sie liegen lassen und hat dann quasi Hilfe geholt. Die Ermittler müssen klären, warum dem Opfer die Tasche entrissen wurde. Nach dem Fund von Schmuck mit Preisschildern eines Ladens namens Hennenbruch sind sie sicher, die Frau ist kein Zufallsopfer. Ja? Ja. Das Krankenhaus hat gerade angerufen. Die Dame wird gerade noch operiert, aber sie ist nicht mehr in Lebensgefahr. Oh, das ist also, alles gut zum Glück. Super, das hätte ich auch gesagt. Danke, Tobi. Gerne. Ja. Wir haben ja hier so ein bisschen Schmuck mit Anhängern und so weiter gefunden. Ja. Von einem An- und Verkauf Hennenbruch, ist ein ungewöhnlicher Name. Ich habe gerade im System mal recherchiert. Vor kurzer Zeit, halbe Stunde, 40 Minuten her, ist da was gemeldet worden. Irgendwie Diebstahl, Raub oder irgendeine komische Geschichte. Ist nebenan in Bearbeitung. Kannst du mal gucken, ob du schon was hast, uns mal das bringen und so weiter? Das wäre prima. Gut. Ja, super, danke. Wir haben dann von dem Kollegen ja die Akte kurz aus dem Nebenzimmer holen lassen, die dann in Bearbeitung ist. Und hatte sie uns gebracht und wir haben aufgrund der dort gemachten Bilder gleich gesehen und verglichen, dass der Schmuck, den wir jetzt in der Handtasche dort sichergestellt haben, total hundertprozentig übereinstimmt mit den hier abgebildeten Schmuckstücken. Insofern war uns klar, da muss irgendeine Verbindung bestehen. Wir haben das gerade frisch vor dieser ganzen Geschichte reinbekommen, das haben andere Kollegen bearbeitet, dass bei dem Hennenbruch offenbar was geklaut wurde und da sind auch Bilder entstanden und die stimmen genau mit dem überein, was wir jetzt in der Handtasche von meiner Freundin gefunden haben. Das ist ja auch eine sehr auffällige Kette, das passt jetzt auch. Das passt hier auch. Sie würde niemals was klauen. Sehen Sie hier, das ist also eindeutig diese Kette. Ja.
Ne? Und es ist schon ein bisschen merkwürdig, ne? Dass sie eben Schmuck mit Preisschildern von diesem Laden mit dabei hat. Und da kommt bei uns zumindest ein kleiner Verdacht auf. Deswegen fragt mein Kollege so ein bisschen intensiv nach. Ne? Das sind Erbstücke ihrer Oma. Die erkenne ich jetzt wieder. Ja? Ja, weil der gehört zu dieser. Ja. Moment, wessen Erbstücke sind das? Von Alinas Oma. Von ihrer Oma? Die Kripo-Kommissare erfahren, dass die Schmuckstücke dem Opfer vor 2 Wochen geklaut wurden. Der Diebstahl wurde von der Geschädigten auch umgehend bei der Polizei gemeldet. Ja, wie kommen die Preisschilder daran? Ja, wie kommen die Preisschilder daran? Das ist eine gute Frage. Moment, dann haben wir zweimal eine Anzeige für denselben Schmuck. Ja. Dann ist es offensichtlich ihrer Freundin tatsächlich entwendet worden und ist dann in dem Laden gelandet. Ja. Und könnte ja sein, dass sie mehr oder weniger die Sachen wiedererkannt hat, sie mitnehmen wollte, ihren Schmuck wieder. Möglicherweise. Und der Ladeninhaber oder der Verkäufer, ja, also irgendwie muss er da mit, also ein Zusammenhang ist auf jeden Fall da, der steckt auf jeden Fall mit drin. Er wird den Schmuck ja nicht freiwillig rausgegeben haben. Nee, definitiv. Die ganze Menge, das wird sie wahrscheinlich irgendwie gegriffen haben. Deswegen ja auch die Anzeige, die gerade nebenan bearbeitet wird, ja. Von dem Diebstahl, das wird sie irgendwie gegriffen haben. Ihren eigenen Schmuck wiedererkannt, wollte er freiwillig vielleicht nicht rausgeben und sie ihn einfach gegriffen und ist abgehauen. Dann so, möglicherweise. Ja, könnte ich mir jetzt auch so erklären. Dann lass uns auf jeden Fall mal dahin fahren. Ja. Bei dem Schmuckladen handelt es sich um einen An- und Verkauf. Die Kripo-Kommissare wollen dort ermitteln, ob es einen Zusammenhang zwischen dem vorangegangenen Diebstahl und dem Überfall auf das Opfer gibt. Schönen guten Tag. Hallo. Die Kriminalpolizei Duisburg. Ja. Sie sind Herr? Ich bin Herr Engelhoff. Sind Sie der Inhaber? Ja, ja, alles klar. Bora Axo. Ja, wunderschön. Ja, hallo. Wir hätten ein paar Fragen für Sie. Es hat sich ja ein Diebstahl bei Ihnen zugetragen. Ja, richtig. Haben Sie die Diebin erwischt? Wir haben da eine Person feststellen können. Ja, ich sehe jetzt gerade, Sie haben hier Videoaufnahmen. Können wir uns die gerade mal anschauen? Ja, für die Technik bin ich normalerweise nicht zuständig. Ich kenne nur meinen Sohn. Aber ich könnte mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ja, das schaffen Sie schon. Die Sichtung des Videos liefert den Kriminalisten neue Erkenntnisse über das Verhalten des Opfers. Dank der Aufnahmen erhalten die Beamten auch einen völlig neuen Ermittlungsansatz. Schau mal, da haben wir. Ja, genau, da ist die junge Frau dann. Ne? Da haben wir was, ja, genau, die kommt rein. Mhm. Sie spricht sie jetzt gerade auf einen Schmuck an. Was sagt sie Ihnen da gerade? Sie sagte nur, das wäre ihrer. Ja. Ja. Mhm. Und ich sag, das kann nicht, den habe ich ja legal hier erworben. Mhm. Ja. Und dann steckt die sich in einen Holler. So, was hat sie zu Ihnen gesagt noch? Soweit gar nichts. Sie sagte nur, dass wir noch einen Nachspiel haben. Ja, aber irgendwas muss sie ja gesagt haben. Sie muss ja irgendwie darauf gekommen sein, dass sie jetzt den Schmuck da einsteckt. Moment, Sie rufen gerade diese zwei jungen Männer und deuten auf Sie an. Ja, wer sind diese jungen Männer? Das hat damit ja nichts zu tun. Ja, die laufen da hinterher. Ja, aber damit hat er gar nichts zu tun. Also. Also das sieht eindeutig so aus, als würden Sie die hinterher schicken. Aber darüber können wir ja gleich sprechen. Genau. Sie haben uns ja hier diese Bilder zur Verfügung gestellt. Die Polizisten vermuten, dass der Inhaber die beiden Männer besser kennt, als er zugibt. Um deren Namen zu erfahren, erhöhen sie gezielt den Druck auf den Mann. Ich möchte Ihnen mal sagen, das wissen Sie wahrscheinlich momentan nicht. Die junge Dame, die vorhin hier reingekommen ist, die ist lebensgefährlich verletzt worden. Die haben die mit Messern attackiert. Ja. Sie hatten eine Stichwunde, eine ziemlich stiche. Sie musste notoperiert werden. Und wir haben ihr ein versuchtes Tötungsdelikt. So, und da stehen Sie jetzt gerade mittendrin. Nee, damit möchte ich gar nichts zu tun ja, haben. Das wissen wir nicht, inwiefern Sie was damit zu tun haben. Ich habe nur eine Telefonnummer, wo ich die Jungs erreichen kann. Wir raten Ihnen jetzt wirklich, mit uns zusammenzuarbeiten, um das Beste für Sie da noch rauszuholen. Er sagt gerade, Sie haben eine Telefonnummer, ja? Ihn nur telefonisch erreichen. Die Beamten stufen die mutmaßlichen Täter als hochaggressiv ein. Sie rufen deshalb Verstärkung. Der Ladenbesitzer will nicht mit dem Tötungsdelikt in Zusammenhang gebracht werden. Er zeigt sich kooperativ und verabredet sich zum Schein mit den Männern im Park. Jo, bis später. Verstärkung haben wir angefordert? Die sind gleich da, ja. Okay, das heißt, Sie kommen erstmal mit uns raus. Mhm. Den Laden, den schließen wir ab. Hat sonst noch irgendjemand einen Schlüssel für den Laden? Nur Sie alleine. Ja. Gut, der Laden wird abgeschossen, der ist so auch erstmal versiegelt, weil wir nicht wissen, welche Gegenstände hier gestohlen sind und welche nicht. Der Park liegt mitten in einem dicht besiedelten Wohngebiet im Stadtteil Rheinhausen. Bei dem Einsatz dort gilt es zu vermeiden, dass die Täter ihre Anwesenheit bemerken. So, warten wir noch auf die Kollegen hier. Ja, die sollten ja gleich kommen. Schon gerade. Ja, da kommen sie ja. Versteckt abgeparkt, ja? Ja, das ist gut. Okay. Also wie gesagt, euch würden wir dann da
vorne brauchen. Ja. Ja, einmal vorne links und einmal hier vorne rechts. Guckt mal die Fluchtwege und teilt euch dann dementsprechend auf. Okay? Den Zugriff leiten wir ein. Das heißt, wartet da auf unser Zeichen. Ja. Und bis wir dann reingehen an die Person, wir wollen sie erstmal nicht verschrecken. Damit die mutmaßlichen Täter keinen Verdacht schöpfen, geben die Kripo-Kommissare auch dem Lockvogel Verhaltensregeln mit auf den Weg. Beim Eintreffen zweier Männer nur wenig später geht der Plan der Polizisten auf. Eindeutig die vom Video. Ja, eindeutig. Okay. Ja, wir sind bereit. 15.8, 20.15.3 schon mitgehört. Okay. Okay. Du gehst ein Stückchen da und dann. So, wir nähern uns ein kleines Stück von hinten. Der Kollege geht ein Stück weiter. Wir haben euch im Blick. Okay, wir gehen ran. Egon mit. Okay, und Zugriff. Polizei, Polizei! Runter! Runter! Polizei! Runter! Den Beraten alle! Noch ist unklar, wie gut sich die Täter und der Schmuckladenbesitzer kennen. Schnell wird deutlich, der Mann ist nicht so unschuldig, wie er sich gibt. So, was ist jetzt mit den beiden Herrschaften? Das sind die beiden Herrschaften. Die haben Ihnen den Schmuck gebracht. Ja, die haben mir den Schmuck verkauft. Hat es dir aber gefallen, ne, dass wir den Schmuck gebracht haben? Was, ja? Hat denn einer gesagt? Hat denn einer gesagt? Ja, genau, der hat doch so mehr Geld. Hat denn einer gesagt, ein Mädchen abstechen oder was, Idiot? Das klären wir. Halt dich zurück. Komm, ganz ruhig. Okay. Und hat der, weiß er, wovon der Schmuck stammt? Na klar, weiß er alles. Der hat alles. Das werden wir alles. Erklären Sie, halten Sie sich noch mal zurück. Die Kripo-Kommissare sind sicher, dass in dem Schmuckladen noch mehr Diebesgut verkauft wird. Während sie deshalb weitere Ermittlungsschritte einleiten, erscheint die aufgebrachte Freundin des Opfers. So, gut. Der andere ist schon unterwegs zur Wache. Mhm. Dann würde ich vorschlagen, ihr beide geht erstmal mit dem Herrn in seinen Laden. Alles, was nicht dokumentiert ist, an Schmuck, Uhren, Wertsachen, ist beschlagnahmt. Nehmen wir erstmal mit. Ihr könnt euch auch gerne Unterstützung über die Leitstelle holen. Nein, was hast du bei meiner Freundin gemacht? Hallo. Kommen Sie. Hör doch hin! Ganz ruhig. Kommen Sie. Wir haben die Lage im Griff. Wir haben ihn ja jetzt sicher bei uns bei der Polizei. Wir haben ihn gefangen, seinen Kumpel auch. Ist alles gut, alles friedlich. Die beiden Täter werden wegen gefährlicher Körperverletzung und Diebstahls angezeigt. Der Besitzer des Schmuckladens muss sich wegen Hehlerei verantworten. Das Opfer hat sich wieder erholt und wird vollständig genesen.